Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, bisschen spät bin ich diesmal dran, das ist wieder Filme und Serien, habt ihr ja im Titel gelesen. Normalerweise mache ich es immer Ende des Monats, aber es waren einfach zu viele Termine, Zahnarzt, Tochter, Frau war hier und da ist das dann halt ein bisschen liegen geblieben. Dafür haben wir aber auch eine richtig fette Liste, viele Filme sind diesmal mit bei, weniger Serien, viele Filme. Ich habe es wieder gegliedert, wir fangen an mit Filmen, also TV, dann BDs und DVDs, dann Amazon, da habe ich dann wieder untergliedert als erstes Filme, dann Serien, dann kommt Netflix mit Filme und dann Serien, wie immer. Die Links von Amazon packe ich euch natürlich alle wieder unten in die Liste und die komplette Liste packe ich euch, in die Videobeschreibung packe ich euch auch die komplette Liste von allen Filmen und Serien natürlich wieder mit rein. Ich habe mir auch schon wieder einen Nusskaffee gemacht. So, fangen wir an. Im TV, Liesel Weapon haben wir geguckt. Folge, keine Ahnung. Da kommt jetzt Wochenende, nee, Montag wieder die neue Folge. Das werden wir dann natürlich auch gucken. Ist immer noch toll, ist immer noch, wir sind jetzt bei Staffel 2. Also wir sind begeistert. Also wir gucken die echt gerne. Das ist ein wirklich gute Team, die Bede. Und macht echt Spaß dazu zu gucken. Dann habe ich hier geguckt The Walking Dead. Zwei Folgen, glaube ich, haben mir noch gefehlt gehabt. Die habe ich dann, eine Folge, die habe ich dann vor einem Monat geguckt. Ich warte jetzt händeringend auf Staffel 9. War ja Staffel 8, jetzt kommt Staffel 9. Das wird richtig cool. Dann habe ich vor einem Monat auch The Blacklist angefangen zu gucken. Bin aber nicht großartig weit gekommen, nur ein oder zwei Folgen. Da muss ich demnächst dann auch mal weiter gucken. Dann habe ich angefangen, Legion, und zwar Kapitel 2, also Staffel 2. Da habe ich aber nur eine Folge geguckt und auch nur kurz bis kurz vorm Ende so in etwa und dann mussten wir los zum nächsten Termin. Aber das werde ich mir auf jeden Fall noch weiter angucken. Ich habe ja die erste Staffel schon komplett geguckt und bin jetzt halt da sehr neugierig. Ist ein bisschen viel verändert da drin jetzt mit den Teams, aber ist immer noch richtig, richtig cool gemacht. So, dann habe ich Akte X mit Schatzi geguckt, Staffel 11. Also erstmal haben wir ja Staffel 10 geguckt, weil die kannte sie ja noch nicht, die neue. Und dann haben wir Staffel 11 geguckt. Ja, jetzt ist leider Ende. Der Macher von Akte X hat auch gesagt, jetzt ist vorbei, weil Scully will auch irgendwie nicht mehr. Also die Schauspielerin, die Scully macht, will nicht mehr. Er könnte sich zwar vorstellen, noch eine Staffel 12 zu machen, es gibt noch viel zu erzählen, aber da muss man erstmal gucken. Also könnten wir eventuell Glück haben, dass Akte X Staffel 12 kommt, aber die wäre dann definitiv ohne Scully. So, dann habe ich Blue Bloods wieder geguckt. Staffel 5 müsste das jetzt mittlerweile sein, aber auch nur zwei Folgen, da muss ich auch noch weiter gucken. Finde ich saugeil, ist eine richtig coole Polizeiserie. Ist mein Kaffeemosi, weg. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Dann habe ich mit Frauchen auch angefangen, Will and Grace zu gucken. Also beziehungsweise ist wieder da, ist eine neue Staffel da. Wusste ich ja nicht. Frauchen hat gesagt, da ist eine neue Staffel und die haben wir dann jetzt angeguckt. Drei oder vier Folgen sind da. Die haben wir uns angeguckt. Ist immer noch, die sind immer noch genauso verrückt wie früher. Bloß älter. Geht auch viel um älter werden in den neuen Folgen, fand ich sehr lustig. Dann haben wir geguckt, den ESC, also den Eurovision Song Contest. Aber war wie, unserer Meinung nach wieder alles nur Schiebung. Also das weiß ich nicht. Also die, die wir als Favoriten hatten, haben nicht gewonnen. Wir hatten die aus Zypern, die fanden wir richtig klasse. Die hätten wir ja noch auf Platz 1 gesehen. Dann die Dänen, die so wie bei uns Santiano sind, die fand ich richtig gut. Und die Ungarn, die Mettler aus Ungarn, die fand ich auch richtig toll. Und die gewonnen haben, also praktisch die aus Israel, die fanden wir scheiße. Weiß ich nicht, das hat uns nicht gefallen. Dann den aus Österreich, das war ohne unser. Und der andere, der da auf diesen roten Linien bei dem, beim Lied gelaufen ist, den fanden wir ja richtig grottenschlecht. Aber dass der so weit vorne ist, also das hätten wir uns ohne gedacht.
Und dann waren wir sehr erstaunt über United Kingdom. Da haben sie der ja das Mikrofon geklaut während der Show. Da ist so ein Flitzer drauf auf der Bühne. Die hätten wir auch nicht gedacht, dass die so weit abgeschlagen ist. Die hat ja in der ersten Runde, also wo die ersten Jurys da dann gewotet haben, haben die ja 0 Punkte gehabt bis fast zum Schluss, dann mal 2 Punkte. Durch die Zuschauer haben sie viele Punkte gekriegt, aber da waren wir sehr überrascht, weil die hat sich auch gut angehört. So, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Liebling war beim Eurovision Song Contest. Würde mich mal interessieren. Ob uns das nur so geht oder ob euch das auch so geht, dass das irgendwie wie Schiebung kam, weil ey, die aus Zypern, die hat gut performt, das Lied war toll, das war ja richtig klasse. Deutschland war ja auch weiter vorne, aber ehrlich gesagt, den fanden wir beide auch nicht gut. Also das Lied ging, aber war halt nicht unsert. Aber wir hätten auch nicht gedacht, dass er so weit nach vorne kommt. Also das ist ja nach den letzten Jahren mit 0 Punkten und ein paar Punkten ist das ja schon mal eine mega Verbesserung. So. Dann kommen wir zu Blu-rays. Da haben wir geguckt. Eine Blu-ray ist es nur. It comes at night. Also es kommt in der Nacht. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein sehr schleppender Film. Man hofft immer, dass sich denn was aufklärt, was sich denn nicht aufklärt. Ich muss halt aufpassen, was ich sage, weil viele haben den Film ja noch nicht geguckt. Und das Ende ist sehr überraschend. Mehr kann ich eigentlich nicht erzählen. Wenn ich mehr erzähle, dann spoilere ich wirklich zu viel. Geht halt um irgendeine Krankheit. Und die sind in einer Hütte abgekapselt, also was in der Stadt ist, wissen sie nicht. Und dann kommen halt welche dazu, die helfen denen dann irgendwie. Mehr kann ich auch echt nicht sagen. Aber warum diese Krankheit ist, woher diese Krankheit kommt, wird nie verraten. Also es ist wirklich schleppend am Anfang und bleibt auch schleppend über den ganzen Film. Und man denkt immer, jetzt passiert was. Und dann kommt auch die Musik, das dort passiert. Und dann kommt gar nichts. Also... So an sich ist er echt gut gemacht. Also vom Stil her ist er gut gemacht, aber er baut manchmal Stimmung auf, wo dann ja keine Stimmung sein muss. Naja. So. Oh, bei Amazon Filme, da haben wir ganz, ganz viel drin. Da haben wir einmal geguckt, Outcast, der letzte Tempelritter. Also eigentlich, ich wollte ihn gucken, Frauchen hat dann halt mitgeguckt, weil ich ihn gucken wollte. Und ich fand den richtig gut. Frauchen fanden den auch gut. Da ist auch Nicolas Cage mit bei. Der ist ein Tempelritter und dann hat er noch einen Kumpel, der Tempelritter ist oder so. Oder allgemein Kreuzritter ist der, glaube ich, nur gewesen. Und die treffen sich dann in Japan, nee, in China treffen die sich wieder. Und da helfen sie dem chinesischen Kaiser. Und mit viel Kämpfen, viel Blut, sehr viel Blut. Sehr viel kämpfen, macht richtig Spaß zu gucken. Story ist auch gut. Ende ist auch wieder so, wo man sagt, oh, hätte man sich vielleicht ein bisschen besser gewünscht. Der Film ist gut, aber nur ein teilweise Happy End, sagen wir mal so. Dann haben wir angefangen, Coriolanus, Enemy of the War. Den haben wir etwa eine halbe Stunde geguckt oder so. Und dann habe ich gesagt, nö, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Das war auf dem Wochenende, wo wir den geguckt haben. Und der ist wieder mit so Shakespeare-mäßig und mit dieser Shakespeare-Sprache auch. Und das hat mich dann einfach nur noch ganz schön abgefuckt, weil die Sprachart und man konnte sich nicht wirklich zurücklehnen. Es ist cool gemacht, auch mit der Sprache an sich so cool gemacht, aber für einen Sonntag, wo man einfach nur chillen will, ein bisschen schwere Kost. Attraktion. Welcher war denn Attraktion? Der Russenfilm. Der war der Russenfilm, genau. Meine Frau hat ihn nicht gemocht, wie immer. Ich fand ihn gut. Mit so einem, ist halt ein russischer Film. Da kommt so ein Uwe auf der Erde, wird irgendwie abgeschossen und das will sich dann reparieren. Mehr kann ich auch nicht sagen, was dazu weiter dann passiert, weil sonst würde ich zu viel spoilern. War Action mit bei,
Aber sehr viele russische Klischees waren mit bei. Also es ist ein Russenfilm, der hat auch sehr, sehr oft und sehr, sehr viel mit den eigenen Klischees, die andere über Russen haben, gespielt. Also ich kann ihn empfehlen, ich fand ihn gut. Ah, hier, Mein neues bestes Stück haben wir dann noch geguckt. Das ist ein Franz-Zacken-Film. Meine Frau hat ihn nicht gemocht, wie immer. Die fand ihn eklig. Da geht es um ein Mädchen, also um eine Frau, die hat zwei Kinder und der Mann hat sich von ihr getrennt, hat eine neue. Und die wünscht sich dann, und an der Arbeit läuft es auch nicht so gut, weil sie so immer übergangen wird, und die hat sich gewünscht, dass er dann halt Mann wird, dass er halt ja, sich mehr durchsetzen kann oder so, dass er dann nicht so schwer hat wie als Frau. Ja, und dann wächst sie über Nacht ein Penis. Ja, Monetarisierung weg, weil ich Penis gesagt habe. Aber Scheiß hat drauf. Und ja, keiner weiß, wo der herkommt, und die will den weghaben, und dann muss er sich damit irgendwie arrangieren. Er lernt so einen neuen Typen kennen und so. Und die Kinder gehen dann noch zum Mann, und sie macht eine ganz schöne Veränderung mit im Laufe des Films. Ich fand das ja ganz lustig und ganz interessant. Meine Frau fand es eklig, weil Frau mit Penis, und sie hat sich das mal vorgestellt und das fand sie eklig. Keine Ahnung, wollte sie nicht. Ich fand's lustig. So, dann haben wir den nächsten Franz-Zacken-Film geguckt. Monsieur Claude und seine Töchter. Der war wirklich lustig. Und den fand selbst meine Frau lustig. Das geht darum, dieser Monsieur Claude, der ist bei irgendeiner französischen Partei oder ein Anwalt ist der irgendwie, keine Ahnung, und hat vier Töchter. Und die werden alle nach und nach verheiratet. Am Anfang sieht man halt gleich drei Hochzeiten von drei, und dann ist seine Hoffnung die vierte, weil die eine hatten Chinesen oder Japaner, die andere hatten Juden und die andere hatten Moslem. Und die letzte Tochter ist jetzt seine Hoffnung, dass die christlich, orthodox oder nee, welche Religion? Katholisch ist der, wa? Ja, der, katholisch. Das ist seine letzte Hoffnung, dass die katholisch heiratet in der Kirche, wo er auch seine Frau geheiratet hat, und dass da wenigstens ein bisschen katholisch mit bei ist. Die kommen alle miteinander super klar, aber das ist seine letzte Hoffnung, aber die kommt dann halt. Nee, kann ich noch nicht verraten, wa? Nee, kann ich nicht verraten. Die kommt jedenfalls mit jemand anders nach Hause, was dann auch natürlich wieder ein Schock ist. Und da geht es dann um alle diese Hochzeitsvorbereitung und die Familie der Braut, also er, die Familie des Bräutigams, und dass sie dann doch sich irgendwie, aber kann nicht so viel verraten. Guckt euch den an, der ist wirklich sehr, sehr lustig. Dann haben wir geguckt, Kommuta. Das ist mit, ach, wie heißt denn der wieder, der Darkman gemacht hat hier. Und Taken. Schatzi, wie heißt der nochmal? Liam Neeson. Da ist er in der Bahn. Wird angesprochen. Ist so ein bisschen, am Anfang hat es mich so ein bisschen erinnert an den Film, wo er im Flugzeug ist. Hatte ich ja euch auch schon mal gesagt, dass ich den geguckt habe. Ist auch so ein bisschen daran angelehnt, finde ich. Also einige Sachen sind so, und er muss sich wieder durchschlagen und so. Ach, scheiße, ja, was ich sage, da spoiler ich zu viel. Der ist sehr spannend, wa? Und ja, also ich kann, wenn ich jetzt, da kommen immer wieder Wendungen, wo man dachte, ah, jetzt haben wir es. Denn doch nicht. Und ich kann euch halt nur sagen, dass er eine Bahn ist und dass er eine Nachricht kriegt. Und dann muss er darauf handeln oder nicht. Und ja, wenn ich euch jetzt mehr sagen würde, würde ich euch spoilern. Und das wollen wir ja nicht. Also guckt euch den mal an, der ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Suburbicon haben wir denn noch geguckt. Das ist mit Mark Wahlberg, wa? Matt Damon, ich verwechsel die beiden immer wieder. Mark Wahlberg und Matt Damon, ich verwechsel die immer wieder. Matt Damon ist der. Und das spielt in den USA in den 50er Jahre, oder 60er, 50er, 50er, oder 50er, 60er Jahre, in einer Siedlung. Und da ziehen Schwarze hin und das finden die dann halt nicht toll. Und das ist aber nur ein Rand, was am Rand so passiert. Und eigentlich geht es um seine Familie, aber wenn, ach,
Und seine Mutter und der Dreck am Stecken, ja. Und der Sohn, der, ja, was ich sage, ich spoilere zu viel. Der hat einfach Dreck am Stecken und dann sieht man, was halt passiert, aufgrund dessen, dass er Dreck am Stecken hat. Genau, der hat Dreck am Stecken und dann sieht man, was so nach und nach passiert und wie sich das aufdeckt und wo man sagt, pff, leider kann ich euch schon sagen, kein Happy End. Na doch, ein bisschen schon. Nee, gar nicht, wa? Achso, stimmt, da war ja der. Oh, nee, da hat kein Happy End. Da habe ich ja auch so abgekotzt, dass man da nicht hätte mehr zeigen können. Aber der ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Dann haben wir geguckt, Vorwärts, Vorwärts immer. Das ist eine Komödie zu DDR-Zeiten, kurz vor Mauerfall. Ja, und geht um Erich Honecker und einen Schauspieler, der Erich bei einem Bühnenstück spielen soll, wo sie Angst haben, dass sie von der Stasi abgeholt werden. Seine Tochter will dann irgendwas, kann ich euch nicht sagen, was, sonst verrate ich zu viel. Und er ist dann verkleidet als Erich im, wie hieß denn das damals? Naja, da wo die Regierung... Was? Politbüro, genau, ich bin hier auf den Namen gekommen. Ich bin in der DDR groß geworden und wusste den Namen nicht mehr. Jedenfalls da in dem, im Glaskasten, was sie weggeruppt haben in Berlin. Da geht er dann halt hin, als Erich verkleidet und so. Wirklich sehr lustig. Also wir, Frau und ich, wir haben Tränen gelacht. Wir fanden ihn echt lustig. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ach, genau, hier, oh, das kann ich wieder nicht aussprechen. The Humanity Bureau, Flucht aus Neuamerika. Humanity Bureau. Humanity Bureau. Genau. Ja, jedenfalls Flucht aus Neuamerika. Link habe ich euch drunter gepackt. Oh, scheiße, was verrate ich denn davon wieder nicht? Auch mit Nicolas Cage. Genau, mit Nicolas Cage ist der wieder. Oh, wieder nicht wirklich ein Happy End. Na doch, eigentlich schon, teilweise. Nein. Doch, zum Schluss, eigentlich ist es ein Happy End. Ja. Ja, für ihn nicht, aber so an sich. Finde ich nicht, aber gut. Es ist mischt teilweise Happy End, teilweise nicht. Geht darum, dass Amerika irgendwie verstrahlt ist und die Sonne und ja, und die da gibt es so ein Büro, die fahren dann halt hin und jeder muss seinen Teil leisten und wer halt seinen Teil nicht leisten kann, wird abgeschoben und die kommen dann nach Neuamerika. Ja, das klärt sich dann alles noch auf, was Neuamerika ist. Und scheiße, mehr kann ich auch nicht sagen. Er fährt dann zu einem Farmhaus, wo sich dann später rausstellt, nee, da stellt sich was raus im Laufe des Films, was mit dem Farmhaus zu tun hat und mit ihm und allgemein und dann passiert noch was anderes und scheiße, mehr kann ich echt nicht sagen, wa? Dann verrät man zu viel. Ja, der ist, ja, aber wenn ich das jetzt schon sage, dann wissen sie das, ja. Da passiert, oh, was kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst spoiler ich euch wieder was. Gucken. Einfach gucken und dann, wenn ihr den von, sowieso, wenn ihr irgendeinen Film von denen oder Serien von denen, die ich euch empfehle oder ich empfehle sie euch ja nicht, ich sage ja nur meine Meinung dazu, ihr müsst selber wissen, was da guckt. Wenn ihr davon was geguckt habt, hautet mal in die Kommentare, wie ihr den fandet, ob ihr den gut fandet oder schlecht fandet und ja. Und wenn ihr natürlich Vorschläge für Serien und Filme habt, auch in die Kommentare. Wir haben letztens einen Kommentar gehabt, also ich Kommentar gehabt, dass Frau und ich doch mal diesen Fire to Fire oder so hieß der, war? Fire with Fire. Fire with Fire gucken sollen. Den habe ich jetzt bei Amazon in der Liste, den gucken wir heute auch an. So. Dann haben wir geguckt, wo ist er hier? Ach ja, hier, Titan. Evolve or Die. Also die geht um Evolution und die wollen den verändern. Scheiße, man muss immer überlegen, was man sagt, dass man nicht so viel spoilert. Titan, kannst du sagen, die wollen zum Titan, genau. Die wollen zum Titan und dafür wollen sie die Menschen verändern, damit die Menschen da auf dem Titan leben können. Weil auf dem Titan ist ja mehr Schwerkraft und kein Wasser, Sauerstoff ist wie bei uns eigentlich, bloß 5% weniger oder, nee, nur 5% irgendwie. Mehr Methan drin, genau. Und da wollen sie die Menschen verändern. Und darum geht es halt in dem Film, wie sie den nach und nach verändern und was mit den Menschen ist und mit den Familien und, ja, mehr kann man auch nicht sagen. Sonst würde ich euch wieder zu viel spoilern und da hätte da dann kein Spaß mehr an dem Film, wenn ich euch alles verraten würde. Genau, wer Science-Fiction mag, muss das auf jeden Fall gucken. Das ist richtig cool gemacht. Und da muss ich sagen, der hat selbst meiner Frau gefallen, obwohl die überhaupt kein Science-Fiction-Fan ist.
Wenn ich mit Science Fiction ankomme, mit Star Trek und so weiter, kommt von hier mal. Also Science Fiction ist überhaupt nicht ihr Ding, aber der hat ihr gefallen. Oh, ja, jetzt kommt unser Film. Das Leuchten der Erinnerung. Das ist der aktuellste, den wir geguckt haben, Ende des Monats. Der ist toll. Der ist richtig, richtig, richtig toll. Das geht um ein Pärchen, die nochmal einen Ausflug machen. Weil die sollen irgendwie ins Altersheim oder so. Das wird auch am Anfang gleich alles erklärt. Das kann ich euch schon verraten. Aber er ist krank. Und sie will halt mit ihm nochmal einen Ausflug machen. Bevor sie ins Altersheim müssen. Sozusagen. Kann ich schon sagen, was er hat? Ja, das stellt sich ja nicht am Anfang raus. Kommt ja erst dann nach und nach. Was er hat, kann ich euch nicht sagen. Kommt dann im Laufe des Films raus. Der ist wirklich toll gemacht. Und wie heißt der Mann, der das spielt nochmal? Der Alte? Du hast mir den Namen neu gesagt, ich komme da mal nicht drauf. Der Schauspieler, der ist so klasse. Der ist so klasse. Wenn ihr denn wenn ihr den guckt, müsst ihr den angucken. Man sieht ihm die Krankheit richtig an. Der ist nicht krank, aber man sieht ihm das an. Der spielt das so richtig, richtig geil. Also da hat selbst meine Frau gesagt, Hut ab. Also wirklich. Erste Sahne. Und auch diese zwischenmenschliche und was? Der Ausdruck, genau. Der Ausdruck im Gesicht und von den Augen. Erste Sahne und das Zwischenmenschliche. Und also wir waren echt richtig begeistert. Ich sag euch auch nicht, ob er ein Happy End hat oder kein Happy End hat. Guckt den euch einfach mal an. Also den können wir euch beide, also meine Frau und ich, euch beide nur ans Herz legen. Den müsst ihr euch unbedingt angucken. Also wenn er auf eine gewisse Art Schnulze steht und mit Humor, dann müsst ihr den gucken. Definitiv. Das ist absolut guckenswert. So, bei Amazon haben wir nur eine Serie geguckt, aber die dafür komplett. The Path, Staffel 3. Das hatte ich vorigen Monat ja schon angekündigt. Das war vorigen Monat einmal da, eine Folge. Das konnte ich dann auch sehen, ab Minute 5 konnte ich weitergucken. Ich habe das nämlich am PC geguckt, dachte, oh, ist ja geil, ist ja da, hab reingeguckt, oh, Deutsch so, ja. Und wollte dann eigentlich das Video, was ich gemacht hatte, noch zu Ende machen und dann The Path gucken. Also das hätte ich, aber da war es denn nicht mehr da. Konnte ich nicht mehr gucken. War nicht mehr da, war nur noch das Englische da. Muss Amazon wohl einen Fehler gehabt haben. Und dann musste ich jetzt halt den einen Monat warten, bis es jetzt vorigen Monat im April, Ende April, 26. kam es, war 26. April kam es dann drin. Und dann haben wir gleich durchgezogen innerhalb an einem Tag, nee, an zwei Tagen. An zwei Tagen haben wir uns dann die, oh, ich weiß ja nicht, 13 oder 14 Folgen waren nicht da, haben wir uns dann hintereinander weg reingedreht. Und da war meine Frau auch begeistert. Die Serie ist auch richtig cool und wir warten jetzt auf Staffel 4. Das ist eigentlich von Hulu. Hulu ist auch so ein Anbieter. Ich weiß ja nicht, ob es Hulu auch in Deutschland gibt mit deutschen Filmen, deutschen Serien. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist The Path eigentlich von Hulu. Und Hulu hat das schon ausgestrahlt gehabt und deswegen musste Amazon halt eine Weile warten. Das war mal, aber soweit ich mich erinnern kann, ist The Path, die erste Staffel, bei der zweiten weiß ich nicht mehr, eigentlich mal Amazon-exklusiv gewesen. Bin ich der Meinung, kann mir jetzt auch irren. Ich weiß nur, dass die dritte jetzt bei Hulu war und dann mussten wir jetzt warten und jetzt durfte Amazon das auch haben und deswegen konnten wir sie jetzt bei Amazon gucken. Ist auch Prime, könnt ihr euch gratis die komplette erste, zweite Staffel am Stück hintereinander rindrehen, wenn ihr wollt. Ja, ich habe mir auch noch Latte Macchiato gemacht. Also hier war Cappuccino drin. Und jetzt habe ich mir noch eine Latte gemacht. Weil wegen trockenen Hals und so. So, das war eigentlich für Amazon. Jetzt kommen wir zu Netflix. Da ist nicht ganz so viel. Jeweils nur vier Sachen. Bei Filmen haben wir geguckt, Die Woche. Das ist ein Adam Sandler Film, weil Adam Sandler hat ja sowieso mit Netflix, habe ich ja schon mal in einem oder einem anderen Video über Filme und Serien erklärt, Adam Sandler und, wie heißt der von King of Queens? Kevin James, haben ja Verträge bei Netflix und Kevin James ja auch bei Amazon unterschrieben für seine Serie Kevin Can Wait. Aber bei Netflix haben sie beide auch noch einen Vertrag, exklusiv Filme nur für Netflix zu machen. Also, so wie bei der Filmfirma, dass sie halt den Film machen, haben sie bei Amazon, bei Netflix halt einen Vertrag über so und so viele Filme. Hatte ich mal gelesen in einem Blog.
Und Adam Sandler hat ja schon einige Filme da rausgebracht, die Netflix-exklusiv waren. Jetzt nicht nur die Woche, sondern auch, oh, wie hieß denn der andere Hase, den wir geguckt haben? Ja, einige. Müsst ihr mal googeln. Findet, oder packt euch mal vielleicht noch ein paar Filme drunter, Adam Sandler-Filme, die nur bei Netflix sind. Mache ich dann ganz unten unter die Liste, muss ich nachher dann nochmal raussuchen. Da sind wirklich ein paar richtig gute mit bei, immer wo er eigentlich Krankenwagenfahrer ist und dann sich als Cop ausgibt. Was war noch mit bei? Oh, ich weiß ja nicht, wir haben so viele Filme schon geguckt mit ihm. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, weil Netflix steckt da wirklich viel, viel Geld drin. Deswegen haben sie ja auch den Netflix-Beitrag erhöht. Also ich zahle jetzt auch 13,99 pro Monat, also 1 Euro mehr. Also ich habe das 4K-Abo mit 4 Konten oder sowas. Und die haben halt Exklusivfilme. Auch wie Kevin James, der hat ja einen Film rausgebracht. Und den habe ich euch ja schon gesagt, mit dem Agenten. Ich werde euch das auf jeden Fall mal verlinken, die müsst ihr euch angucken. Deswegen habe ich ja Netflix gemacht. Alleine wegen diesen exklusiven Netflix-Sachen, wie Amazon auch exklusiv hat. So, dann haben wir Game Over, Mann, haben wir geguckt. Genau, das ist mit den... Die Woche hast du jetzt gar nicht beschrieben. Was? Die Woche hast du... Ach, die Woche habe ich gar nicht beschrieben. Ah, Entschuldigung. Ja, das geht ja darum... Adam Sandler ist der Vater von der Tochter und die Tochter will heiraten und er will halt alles managen und lädt dann die Familie ein und das Hotel, da muss ich spoilern, das Hotel ist toll, das Hotel ist toll, wirklich, wirklich toll, er muss jeden Tag ins Hotel und das ist toll, toll das Hotel, also da würde ich auch wohnen wollen, guckt euch das an, das kann ich euch echt nur empfehlen und am Ende, da gab es so ein bisschen Spannungen zwischen den Familien und man lernt sie dann halt kennen und, ja, scheiße, kann ich ohne, aber zum Ende raufen sich halt alle relativ zusammen. Wird dann noch ganz lustig, kann ich euch echt nur empfehlen. Guckt da mal rein, wenn ihr den geguckt habt, unten in die Kommentare natürlich, was ihr davon haltet. So, dann Game Over, Mann. Der war auch lustig, das ist im Hotel mit drei... männlichen Zimmermädchen, wo der eine ja eine kifft, der ist ja nur ständig an der E-Zigarette und der andere ist nur am Kiffen. Nee, das ist Salbei. Salbei, ja, Salbei. Ja. Nee, Salbei nicht, irgendwas anderes. Salvia oder sowas. Irgendwas kifft der da und baut der auch an da. Und das Hotel wird überfallen, das kann ich euch verraten. Und die haben eine Idee für... Ach, scheiße, kann ich euch nicht verraten. Die haben halt eine Idee und wollen das halt an einen, der da mit gefangen genommen ist, verkaufen. Aber dann wird das Hotel überfallen und dann so Kaufhaus-Cop-mäßig im Hotel, aber mit drei Spackos. Die sind Spackos. Als Rolle, ja. Ja, in der Rolle sind sie wirklich Spackos, also scheißendämlich. Obwohl sie eigentlich intelligent sind, aber benehmen sich wie die letzten oben. Also wir haben sehr gelacht. Kann ich euch nur empfehlen. Ah, dann Auslöschung haben wir geguckt. Das ist doch der mit dem Schleier, wa? Ja, genau. Da ist irgendwie so ein Meteorit auf die Erde gekommen. Da ist wie so ein Schleier. Und die haben welche Rinni geschickt. Einer kam raus. Verändert, krank. Also aus dem Augen geblutet und so was alles. Und dann gehen nochmal welche durch diesen Schleier und dann zeigen sie, was da hinter dem Schleier passiert. Aber das kann ich euch nicht sagen, sonst verrate ich zu viel. Ist interessant. Ist sehr interessant. Kann man auf jeden Fall gucken. Also, Frauchen fand den auch gut. Ach so, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das war so der letzte Film. Frauchen fand den so ja auch gut. War ich sehr überrascht. Ja, die Evolution ist irgendwie ganz anders dort, ne? Ja, genau. Das kann man ja verraten, dass die Evolution da irgendwie anders ist. Ja, durch die Meteoriten. Andere Tiere. Na, eigentlich nicht andere Pflanzen, andere Tiere. Eigentlich schon das, was hier ist, aber umstrukturiert. Ja. Da klärt sich dann alles noch raus. Gibt es denn auch welche, die Pflanzen, die aussehen wie Menschen, die gerade am Gehen sind oder auf dem Spielplatz sind? Das kann ich euch noch verraten. Also auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Moment, ich muss mal schnell, ich glaube es ist Post. So, da bin ich auch schon wieder. War Post, ich habe mein Kingdom Come Deliverance endlich gekriegt aus Österreich. Weil ich getauscht habe. So, wo waren wir bei Auslöschung, waren wir? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine Empfehlung. Von mir und von meiner Frau. Ich kann auch nicht weiter verraten, weil sonst spoilere ich zu viel, was da noch passiert. Ist auf jeden Fall sehr interessant zu gucken.
So, dann kommen wir zu Serien auf Netflix. Ah, die Einkreisung, Hase. Die Einkreisung. Oh, das war. Da habe ich auch danach gleich gegoogelt, ob es da noch eine zweite Staffel gibt. Das spielt in New York 1800 noch, oder? Ja, Ende 19. Ende 19. Ja, Ende. Ende 19. Ende 1800 noch was, Ende 19. Jahrhundert, genau. Und mit Mörder. Und wie heißt der? Daniel Brühl, war? Daniel Brühl, der deutsche Schauspieler. Genau, Daniel Brühl spielt da mit. Das ist auch eine Netflix-Exklusivserie. Und die versuchen halt diesen Mord aufzuklären. Und der ist sozusagen der erste Profiler. Der holt sich dann auch noch Leute in sein Team. Und so, wen er darin holt, kann ich euch nicht sagen, weil sonst verliert ihr die Spannung, weil da werden Leute vorgestellt. Wenn ich jetzt sage, die sind im Team, dann wisst ihr ja schon, ach, der oder die oder jener, die sind im Team. Das sage ich euch natürlich nicht. Der hat ein paar Wendungen, wo man gedacht hat, jetzt ist vorbei. Und dann ging es doch noch weiter. Spannung hat er sehr, sehr gut aufgebaut. Ja, war sehr interessant zu gucken. Auch kriminalmäßig war er richtig gut gemacht. Die Schauspieler haben richtig gut schauspielert. Und so das Zwischenmenschliche war auch wieder gut. Die ganze Handlung und die ganze Story und auch die ganze Background sah richtig gut aus. Also da haben sie wirklich sich richtig Mühe gegeben. Das sah richtig geil aus. Aber ich kann euch da nicht so viel verraten. Ich kann euch sagen, dass es um Mörder geht. Das sieht man im Trailer. Ich kann euch sagen, dass es in New York ist. Ich kann euch sagen, dass Daniel Brühl mitspielt. Ich kann euch sagen, dass die Serie auch ein Ende hat. Also die ist jetzt schon komplett abgedreht. Ihr könnt alle von Anfang bis Ende durchgucken. Eine zweite Staffel, soweit ich jetzt gegoogelt habe und gesehen habe, ist eventuell machbar. Aber so hundertprozentig festgelegt haben sie sich noch nicht. Also wenn er auf Krimi steht, so wie Sherlock Holmes und so was alles oder Navy CIS und das halt mal in der Vergangenheit sehen wollt, dann müsst ihr die Einkreisung gucken. Ja, Criminal Minds. Criminal Minds, genau, mit Profilern. Wenn ihr sowas gerne guckt und das mal in der Vergangenheit sehen wollt, dann müsst ihr das gucken. Ist wirklich richtig cool gemacht. Aber ich kann halt nicht so viel verraten, weil sonst nehme ich die Spannung raus. Dann guckt es euch einfach an. Ja, dann habe ich Shadowhunters, habe ich dann noch eine oder zwei Folgen geguckt. Da ist ja auch schon wieder was Neues gewesen. Ich bin immer noch bei Staffel 2. Guckt das mal hier, mal heute eine Folge, mal nächste Woche eine Folge. Immer mit der Ruhe. Ja, ist halt so ein bisschen kitschig gemacht, aber ich habe halt angefangen und ich will auch irgendwann mal das Ende wissen. Ich will wissen, was weiter passiert. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das noch gucke. Geht um Schatten hier. Shadowhunter, ich hab's noch mal als Film und das haben sie dann als Serie gemacht. Ja, ist ein bisschen kitschig, aber naja, so wie ein bisschen wie Buffy, irgendwie ein Band der Dämonen und so weiter. Also für Teenager gemacht. Aber so an sich ganz cool gemacht. So, dann Black Lightning. Das ist über einen schwarzen Superheld. Komischerweise nur in 1080p. Alle anderen Marvel-Dinger, die jetzt rauskamen, sind alle 4K. Daredevil, Defenders, Luke Cage. Das hat mich sehr gewundert. Black Lightning, ich habe auch gedacht, mein Fernseher hat ein Problem oder Fire TV hat ein Problem. Ich habe es auf dem Fernseher geguckt, ich habe es auf Fire TV geguckt, überall nur HD. Warum, weiß ich nicht. Ja, da ist jetzt Staffel 1 Ende. Ich hoffe, dass da noch eine Staffel 2 kommt. Da kann ich euch auch nicht so viel verraten. Also er ist ein schwarzer Superheld, schwarzer Blitz, weil der kann Blitze machen und Energie in sich aufnehmen und dann als rausschießen. Geht um ihn, seine Familie und um die Stadt und guckt ihn einfach an. Was haben wir denn da geguckt? Die Signet Survival. Hm? Was ist denn die Signet Survival? Da muss ich jetzt selber, Leute, da muss ich mal gucken, weil das ist jetzt gerade nicht mehr in meinem Kopf. Da muss ich mir gerade mal. Ach genau, das ist Ditte. Da habe ich Folge 1 geguckt mit dem Präsidenten. Eine neue Netflix-Serie, was so 24 Stunden aufgebaut ist. Also muss ich sagen, die erste Folge habe ich geguckt jetzt teilweise. Schleppend. Schleppend. Ich habe es mir drin gemacht, weil ich es ja geguckt habe, aber ich kann dazu noch nichts sagen. Überhaupt noch nichts sagen, weil
es war schleppend und ich hab dann auch echt die Lust dran verloren. Wollen wir jetzt die Tage nochmal gucken. Ob ich es denn weiter gucke, weiß ich nicht. Das müsst ihr im nächsten Video gucken. Aber ich nehme mir das und gucke mir das auf jeden Fall mal nochmal an. Aber ich kann dazu noch nichts sagen. So, dann endlich Marvel Defenders, bin ich endlich fertig. Habe ich dann endlich mal zu Ende geguckt. Ist eine richtig coole Serie mit dem Marvel-Superhelden. Und ich muss sagen, ich war ja von Jessica Jones nicht so begeistert. Ich habe mir eine oder zwei Folgen von Jessica Jones angeguckt. Da hält sie jetzt auch schon Staffel 2 oder 3. Banisher habe ich auch noch nicht geguckt. Und ich fand die Jessica Jones, so die zwei Folgen, die ich geguckt habe, weiß ich nicht, war so ein bisschen wie Agent Carter. Das habe ich ohne ein, zwei Folgen geguckt, fand ich jetzt nicht so pralle. Aber jetzt durch Defenders kommt die echt cool rüber mit ihren Sprüchen und so. Jetzt muss ich mir auf jeden Fall nochmal Jessica Jones von Anfang an angucken. Also Staffel 1, 2 und 2 ist sie jetzt da oder 3, keine Ahnung. Muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal reindrehen, weil die ist gut. Iron Fist habe ich alle gesehen. Luke Cage warte ich immer noch auf Staffel 2. Daredevil habe ich alles gesehen. Ja, und jetzt fehlt halt nur noch Jessica Jones. Die muss ich mir jetzt nochmal reindrehen, die ersten Folgen, weil, weiß ich nicht, ich fand es echt nicht toll. Und aber jetzt durch Defenders, oh, macht es ja doch was her. So. Kann ich euch Defenders empfehlen? Ja. Ja, doch, kann ich euch empfehlen. Ich kann euch eigentlich von Netflix die ganzen Superhelden-Dinger empfehlen. Die sind wirklich klasse gemacht. Story geil, Grafik geil. Eigentlich alle in 4K. Defenders auch 4K. Das andere ist, warum Black Lightning nur in 1080p ist, weiß ich nicht. Es macht richtig Spaß, sie zu gucken. Deswegen habe ich ja eigentlich Netflix nur gemacht. Damals, wo ich Netflix das Abo gemacht habe, da gab es ja noch nicht diese Exklusivfilme von Kevin James und hier, dem anderen, wie heißt er? Adam Sandler. Gab es ja damals noch nicht. Die haben zwar Exklusivfilme gehabt, aber halt nicht so. Ich habe eigentlich Netflix nur wegen diesen Marvel-Dingern genommen, also wegen Daredevil. Und weil Luke Cage angekündigt war. Und dann kam Luke Cage und habe gedacht, scheiße, jetzt machst du doch. Und da habe ich dann mein Netflix-Abo gemacht. Und auch nicht gekündigt, das läuft durch. Manchen Monat seht ihr ja, gucken wir mal mehr, mal gucken wir was weniger. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, so ein Netflix-Abo. Wenn ihr natürlich nur einen 1080p-Fernseher habt, da reicht auch so für 10 Euro so ein Abo mit ihrem Account. Müsst ihr euch mal angucken. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ist ein bisschen viel geworden, ich weiß. Ich werde die Liste natürlich unten verlinken. Ich werde euch auch mal alle Adam Sandler-Filme unten drunter verlinken, damit vom Namen her, dass ihr das mal wisst, was da so bei Netflix gekommen ist. Ich werde euch mal die Marvel-Dinger verlinken. Muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine Seite finde, wo man die Trailer dazu gucken kann oder so. Wenn nicht, hau ich euch einfach nur die Namen drunter, dann könnt ihr da mal ein bisschen stöbern. Ja, wenn ihr davon was geguckt habt, postet doch einfach mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Schreibt dann Namen von dem und was euch da, ob es euch gefallen hat oder nicht. Oder wenn er irgendwas davon sagt, Mensch, das habe ich bei dir gesehen, habe ich mir angeguckt, ist geil oder finde ich scheiße. Einfach auch unten runter in die Kommentare posten, bin ich sehr neugierig. Wenn ihr natürlich auch was für mich habt, Filme, Serien, Netflix, Amazon, ist ja egal. Oder allgemein, wenn es im TV ist, irgendeine Serie. Einfach in die Kommentare posten. Wir gucken uns das dann an, weil wir suchen immer noch nach neuen, schönen Sachen. Und dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wie gesagt, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Vergesst nicht, die komische Glocke unten zu aktivieren, weil YouTube spinnt manchmal ein bisschen. Also nicht nur manchmal. Wenn er die Glocke nicht sagt, dass er immer benachrichtigt werden wollt, dann kriegt er das nicht mit. Dann geht er, wenn er auf meinen Kanal, och, der hat ja schon 3 Videos, warum kriegen keine Nachricht? Ja, das ist, YouTube sagt, auch wenn man den abonniert, könnte das als Spam gelten, wenn man zu viele Nachrichten von einem und demselben kriegt, weil er halt ein Video online geschalten hat. Deswegen abonniere ich eigentlich ihn, aber egal. Und deswegen muss man das Abo von, also bei Glocke, immer benachrichtigen machen. Ist leider Gottes momentan so bei YouTube. Ich weiß auch nicht, was sie sich bei gedacht haben. Aber ich bin jetzt wirklich weg. Wie gesagt, Adäumchen wie Abträumchen. Über Kommentare unten bin ich auch immer dankbar. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.